6. Und ungeladene Waffe. Wo gibt's denn die? Jetzt gibt's die aus dem Fenster. Oh, ja, schön. Ach, ich liebe das. So, was haben wir eigentlich? Ach genau, ich hatte, ach, das ist eine 16 Schiffer. Weil ich hatte mal die UDB nochmal aufgehoben. UDB kompakt hier. Weil ich die nochmal ausprobieren wollte. Ja, 215 Schuss von dieser Munition. Wo kommen denn die her? Da konnte ich schon wieder verfressen. Gut. Aber eben nur 8 Schuss. Ne, haben wir hier andere Munition? Ne. Gut, gehen wir halt mal. Schießen wir den halt mit der Pistole. Diesen Rudi, den da wohl eigentlich. Okay. Wie zeigst du mir die Vorbescheiße nicht an, dass ich dahin soll? Das ist ein Käse. Wo sind wir? Ach, das ist das. Ach, deswegen waren die so unruhig. Deswegen, das sind 5 Leute. Da kann man nicht mit. da müssen wir schon damit reingehen. Ach, die 5 Idioten sollen wir erschießen. Na gut. Halt aus der Landschaft, die Kollegen. Denn die lassen doch garantiert nicht zu, dass wir einen von den Brüdern abknallen. Und der Rest sagt, ja, schön gemacht und so. Hier ist ein Versteck, sehe ich gerade. Eine Koordinate, da gehe ich erstmal rein. Dann könnte wir mal ja noch ein bisschen Zeit haben. So. Wo? Hä? Ach, bitte nicht wieder auf dem Dach oder so. Ach, ich glaube schon. Vorhandgranaten. Können wir sie senden? Ah, Munition. Ach, und hier sind da Munition, wo ich gerade gesagt habe, hier. Genau, die Ultraschallmunition. Na, die probieren wir doch mal aus. Gut, versuchen wir die doch mal. Mach du schon mal zwischenspeichern, weil der Fehler ist garantiert. Da haben sie mir garantiert einen verletzt, die Jungs. So, wo ist der Stalker, den ich töten soll? Wie hieß diese Jungfrau? Nee, wie hieß der? Jungfrau? Nee, wie hieß der? Nee, so hieß der nicht. Wie hieß du so? Kosmos, ne? Deutscher Kosmos. Da heißt Deutscher Kosmos, der Kollege. Ich glaub's ja wohl nicht. Ey, bleib stehen, Arschloch. Ich will wissen, wie du heißt. Deutscher Kosmos. So. Wer bist du hier? Vogelscheuche. Eine von Netz gehauen. So. Ja, du warst eh nutzlos, du hast eh in die falsche Richtung geklatscht, Arschloch. Oh, die haben dich da nicht dran gestört, so richtig. Schieben wir uns noch ein paar Kisten hier. Irgendwas, gibt's hier irgendwas? Ne. Den Weg aus. Auch nicht. Was ist das hier? Mann, geh mal zu Orf, du hast Asthma. So. Irgendwie macht mal das Licht wieder aus, das ist mir viel zu hell momentan. Ach, ist das nicht eine Schöne. Ist das nicht ein schöner Anblick hier gerade. Da war mal ein Schnappschuss drin. Das gefällt mir gerade zu schön. Genau, ich mache ein bisschen Schnappschießen hier. Ach, das sieht doch auch mega hier aus. Kann ich noch aussortieren wieder. Da ich mal wieder 2 oder 3 davon auf der Seite machen. Ach so, hier waren auch welche Verstecke noch hier oben, gell? Oh, da wollte ich glaube gar nicht hin. Oder? Ne, das war bei den anderen wieder, wo ich nicht hin wollte. Oder war das doch hier, wo es mich laufend zerrupft hat? Na, ich traue dem Frieden nicht. Und die 5 raus, du Arsch. Nee, ich glaube doch der. Ich glaube doch die andere heute. So, wo ist denn hier was in dem LKW? Hier in der Brille? Ah, ich stehe doch hier erstmal was.
Lecker Munition. Sehr schön. So. Trotzdem verstehe ich immer noch nicht, wie hier kein Loch drin ist. Irgendwie muss ich wohl wieder alle Spiele durch. Hier ist ja auch. Oder war das doch bei Gear Sky, wo das Loch drin, wo das denn hier das Loch drin ist? Oh, der hat doch aber sowas mit hier. Ja, wie gesagt. Ich halte Spiele halt total durcheinander. Was aber eigentlich auch gar nicht mal so schlimm ist, finde ich. Da ist ja doch irgendwo die Spannung ein bisschen erhöht. Wenn ich nicht mehr weiß, was ich bei den einzelnen Spielen machen musste. So semi-blind oder so ähnlich. So halbblind hier. Viertelblind. Was ist ein Semi? Semi ist das halb oder viertel? Ich weiß gar nicht, was das macht. Semifinale. Ich bin kein Fußballfan. Da kann ich... Ah, was seht ihr denn da? Schön. Gibt es hier eigentlich irgendwas zum was Brauchbares zu mitnehmen? Nö. Wo ist denn eigentlich? Ach, da steht jetzt hier. Ach, da steht hier. Steht da nicht im Clear Sky immer hier? Der Panzer. Haben sie die rübergetragen oder was? Denn die Ketten sind kaputt, gell, Leute. Ja, das sind wieder solche lustige Sachen. Wo ich mich denn echt fragen, warum haben sie das geändert? Was soll das? Wieso steht der Panzer auf einmal da drüben? Das ist doch doof. So. Danach werden wir Wildschweinherz schießen gehen. Ja, ihr wollt das Licht anmachen. Ich bin wegen des Auftrags hier. Ja, ich hab der Sprung... Ach, die Sprungfeder haben wir halten. Ich hab dem Rudi in die Fresse geschossen. Herr mit dem Auftrag. Einen Wächterkommandanten erledigen. Oh. Die könnten wir eventuell, wenn wir den annehmen, dann nicht erfüllen. Ich würde sagen, wir tun erstmal die Wildschweinherde. Köln hier. Die ist hier Richtung... Was? Aha. Erledige sie alle. Irgendwie sind da wohl die Wildschweinherde. Na klar. Ist denn ne? Wildschwein schießen. Grunzer schießen. I had pigs. Da gibt's doch gar keine Frage. Beim Grunzer schießen bin ich doch falsch dabei. Aber ich glaube, diese Mistviecher, die rammeln ausgerechnet in einem beschissenen Minenfeld rum. Was? Der Gesundheit nun auch nicht unbedingt zuträglich ist. Ach Quatsch, ich wollte jetzt einen Schnappschuss machen. So. Ein schönes Wetter. Wunderbar. So, die müssten gleich rechts irgendwo sein in diesem Minenfeld. Wie gesagt, das Minenfeld ist wohl auch der Gesundheit nicht unbedingt zuträglich. Na egal, ja, rennen wir mal einfach hier lang. Na, du hast so einen scheiß Tag gehabt, oder? Grunzer, da hat auch einen scheiß Tag gehabt. Da auch. Wie so weit hin? Ich habe mich gerade gepflastert. Ich hoffe, ich ramme nicht wieder in die falsche Richtung, weil die wieder irgendwas Blödes angewählt haben hier. Ach, da habe ich nicht gesagt. Siehst du, hier sind die nämlich. Genau, ich laufe genau drauf zu. Ja, kommt unser. Oder was auch immer. Hier ist er doch.
Ich bin auch unser. Schön zu hören. Aber noch ein bisschen. Schön. Das kann ich auch besser wie du, du Arschloch. Das war's schon, drei Grunzer. Mehr nicht. Na, ich hör das doch hier rumpeln. Was ist denn? Ich wollte gerade sagen. Ich hab's doch rumpeln hören. Ach, das sind die hier, die von hier durch die Barriere irgendwie durchbrechen. Was ist da unten los? Ach, Hunde! Hunde! Drecksviechter! Drecksköter! Komm, Hunde schießen hier! Komm zu Daddy! Die haben gerade einen von meinen Leuten platt gemacht, habe ich gesehen. Na, euch werde ich Moses lernen. Scheiße, wo rein? Oh, kannst du nicht so schnell rennen, wie meine Kugeln fliegen? Das will man nicht. Er lebt noch von den Drecksviechern. Ich kann noch einen bellen hören. Wo ist er hin? Hunde. Ah, warte mal, hier eine Kiste. Ah, Kaster mit Munition. Das ist doch gerade was gehört. Ach, da hinten. Das ist doch irgendwas, was rumrennt. Und quietscht und Krach macht. Ich hätte die. Wow, krabbelt mich gerade was am Arm. Was ist das? Was haben wir hier an Flinten zu erben? Oh! Ich glaub's ja aber nicht. Wir haben die GB37 geerbt. Haha! Ich glaub's ja aber nicht. Und noch eine? Ja, erst haben wir gar keine, jetzt kriegen wir so reihenweise die Dinger. Und noch eine. Ja, ich wusste, in dem Spiel gibt es GB37 ohne Ende, aber ich wusste gar nicht mehr, dass die von denen kommen. 5, 1, 2, 3, 4, 5, okay, das passt. Wir haben die GB37. Welche ist denn die bessere? Mal gucken hier. Welche ist denn die Kacke und welche ist gut? Oh, die nennt sich nicht. Schalte noch eine Munition um. Ja. So. Ja. Wir werden sehen. Behalten wir auf jeden Fall eine davon. Ja, dann können wir einfach kloppen. Oder erstmal leer machen. Wobei ich werde es mehr behalten. Die ist auch noch nicht ganz schlecht aus. Hier, die werden wir noch kloppen. Laden. Und die. Ja. Was ist eigentlich mit denen zu befinden hier? Laden wir die Rostbude. Hallo, jetzt entladen. Mal hüpft er, wenn du entsorgst, entladen nach oben. Und mal nicht. Irgendwie fällt mir einer. Ach ne, das ist meine Gute, genau. Alles klar, ich habe Pistolen ohne Ende. So. Wildschwein erledigt. Heim zu Frauenkind und so. Und dann lassen wir uns den Auftrag geben, diesen anderen Vollrudi da wegzuknipsen. Ach, das ist wieder unfair. Die haben, die haben Starter 1, die haben so viele schöne Waffen. Da möchten wir gerne alle mitnehmen. Aber geht ja nun leider mal nicht. Wobei ich sagen würde, auf die... Oder haben wir noch irgendwas, wo wir mit dieser Dings rumrotzen können hier, mit dieser... Viper 5. Ich weiß gar nicht. Oh, ist unsere Armatte. Die haben wieder viel zu viel Getrümpel mit uns rumgeschleppt. Müssen wir mal irgendwo ein bisschen was abladen. Und das Ende weg. Absolut ist garantiert nicht. Und wenn das ist eine vom Latz geknallt. Oh, irgendwie war hier. Ach stimmt, mit dem müssen wir auch reden hier. Mit dem Geiz halt. Ach hier. Ach genau, hier irgendwie. Mit dem Stuhl. Den Stuhl kann man wohl, den Horror kann man wohl irgendwie mit ein bisschen Geduld davor schieben. Und dann kann man an diesen Kunde vorbei in die Waffenkammer reinlatschen. Also reinlatschen. So, so weghüpfen irgendwie. So, das müsste den bloß rauskriegen, was kann ich. So.
einfach ist, wie es aussieht. Sich anhört. Ja, ein bisschen war jetzt schon drüber über Kante. Ja. So. Und jetzt müsste er hier irgendwie hingeschoben werden. Dass man da drauf hüpfen kann. Und dann kurz. Отлезь от меня. Брысь отсюда. Вали отсюда. Отвязь. Ага, дефраза. Отвязь. Ich glaube, da muss der auch irgendwie anders stehen und wir machen das nur. Отвязь. Okay, ich hab das schon gemacht. Отлезь от меня. Брысь отсюда. Alte Schnauze, Arschloch, ich bin eh schon drin. Oh Scheiße, wie süß das Tor zu? Das ist doch Kacke. Habe ich mir so eine Gemühe gegeben, ist das Tor zu? Hä? Weil? So, nochmal ändern hier. Ach genau, ich wusste doch. Ganz so doof war ich doch noch nicht. Ganz so doof war ich doch noch nicht. Hier gibt es doch was zu holen. Hier. Okay, ja, machen wir das Ende aus. Man sieht ja gar nichts. Mach doch mal ein L an hier. So. Haben wir die Freiheit geplündert, mal jetzt. Tür ist abgeschlossen. Tür ist immer noch abgeschlossen, na gut. Auch abgeschlossen. Öffnen. Oh, da liegt Granaten rum ohne Ende. Öffnen. Oh, das lohnt sich. Na gut, dann machen wir das ganze Getrümpel hier. Strahlmittel. Ja, Sunny-Zeug. Granaten. Ja, das ist für diesen Bulldog-Granatwerfer, ist das, die Dinger. Ich habe auch nicht ausgesagt, jetzt hier gehofft, dass ich auch noch diesen verblödeten Granatwerfer da finde. Oh, scheinbar ist nicht an dem. Da steht hier unten noch eine Granate rum, ne? Hier, abgeschlossen. Oh, was haben wir hier oben? Noch Kisten. Das haben wir gerade gesehen. Na egal, klauen erstmal. So. Ach, ich wusste doch, wir finden doch noch diesen Granatwerfer. Genau. So, damit hat sich das auch erledigt. Jetzt müssen wir bloß an die Vollruhe, die wieder vorbeikommt. Was ist wohl, alles genauso. Die Verkehrsfenster zum raushüpfen. Naja, scheiße. Hier hinten ging doch mal eins rein. Ach, scheiße. Das ist auch noch heil. Jetzt müssen wir auch hier wieder rauskommen. Na, hallo. Ich würde so mit dem rauskommen. Ansonsten müsste ich den nämlich doch noch töten hier. Was ich eigentlich gar nicht will. Hey, du blöder Stuhl. Ich doch mal viel weiter, aber nicht in der Gitter ran. Kann man die Tür hier schließen? Hier. Genau, schließ mal die Tür. So. Schöne Prinzip jetzt wieder hier mit dem Stuhl. Ein bisschen schwieriger, weil er auch diese scheiß Lehne hat. So, jetzt könnte das Ganze schon funktionieren. Hä? Kannst du mir irgendwas Interessantes erzählen? Ja, ich gehe ja schon. Ich würde ja gerne gehen, wenn du mich durchlassen würdest, du voll Rudi. Du stehst mir aber. Ich habe ja gerade Zunge rausgesteckt, du Dummfuhre. So, jetzt können wir bei dem auch ein Wildschwein abrechnen, ja? So, ich bin hier wegen des Wildschweinauftrags. Hi, nochmal. Och, was haben wir jetzt alles gekriegt? AP-Kuchen, 45 mm, 45 mm, 45 mm.
Ein paar Granaten, noch ein paar Granaten. Alte Frösche, oh, freigierig, freigiebig. So. Hast du einen interessanten Auftrag für mich? Das Lager der Söldner zerstören? Klingt aber auch gut, gell? Da mache ich erstmal das. So. So sieht's aus. Das Lager der Söldner muss zerstört werden. Wir könnten sie in Ruhe lassen. Das sind gute Schützen. Nur leider wollen sie es nicht anders. Schleichen ständig in unser Gebiet und versuchen, meine Leute zu bestechen. Es wird Zeit, ihnen eine Lektion zu erteilen. Bist du dabei? Na klar, bin ich dabei. Bis dann, Gustav. So, bisschen rummotzen. Na klar, sind wir da dabei. Wir wollen mal gucken, wo dieses bescheuerte Lager ist. Ich glaube, das war in so einem Tal drinne. Hier ist irgendwie finster wie ein Bärenarsch. Machen wir mal das Licht an. Machen wir mal den hier an und Lager vernichten, Lager vernichten. Du Scheiße, wie denkst du? Ach, den hier? Nö, das machen wir doch nicht links. Ja, das haben wir doch schon geplättet. Hä? Da gibt's noch Lebende? Na, dann noch mal raus. Dann muss er sehen. Ich schleppe schon wieder viel zu viel getrunken mit mir rum, muss ich gerade feststellen. Die Energieanzeige da unten findet das nicht lustig. Ach, ich darf nicht dingen. Obwohl das keinerlei Melodie ist, die an die irgendjemanden recht hat. So, was nehmen wir denn da? Söldner schießen? Die schießen wir mal von Weitem. Sind wir richtig hier, gell? Alles falsch, falscher Weg. Gut, machen wir jetzt hier lang. Söldner, wo seid ihr? Ach, für später freunden sie sich nachher an. Da kriegst du doch bei Clear Sky, kriegst du doch von den Söldnern hier einen Auftrag. Ach, das war ein Söldner. Na gut. Doch sind sie Freunde? Oder sind sie das überhaupt nicht? Nee, ich glaube, das sind sie gar nicht, ja? Genau, wir müssen hier weiter rauf. Ach, kann man eigentlich hier den Turm rauf? Nagt hier an dem Kunde rum. Oh, hier hört man gerade im Ohr. Wo ist jetzt nicht auch noch einer? Oh, hier ist noch einer. Was hat der? Ja, auch noch Bullshit. Hier gibt es ein Versteck, sehe ich gerade. Das holen wir uns erst einmal. Oh, wo hat jetzt hier was angezeigt? Hallo? Wo ist denn hier versteckt? Ach, sag nicht auf dem Dach, ach, auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite, was denkst du? Ja? Sag nicht blöd, oder? Ach, die unten. Guck an. Wo ist hier Zeug überall verstecken, die Hoodies? Ne? Ach Leute, na sag mal. Ich bin doch schon mehr wie geduckt hier. Na, was ist denn nun, ne? Das ist aber doof. Versteckt, dass nicht angezeigt wird. Boah, jetzt hat es doch gerade mal ein bisschen angezeigt. Doch. Bitte. Oh, was ist denn das für ein Gebiepsel hier? Alles nehmen. Das war jetzt doof. Hier ist auch noch ein Versteck. Das blenden wir auch erst noch. Ich hab's gerade gehört. Das ist ja noch im Arschloch. Ja, ich spiel gleich mit dir, ich will mal auf dem anderen Würfel. Ich bin mir recht frisch, das ist nur die hier. Doch,
Fragenarschloch. Oh, was haben wir hier denn? Die Schnauze von im Sauger. Na, prickeln. Nochmal die Schnauze von dem Sauger. So. Aha. Zappelfrosch. Ein Sabberosch, der Zappelfrosch. So ein Auto habe ich mal früher gefahren. Aber das ist nie geworden. Ist das ein Lada? Das war ein Lada, glaube ich. Ja. So richtig haben sie da nicht, haben nicht hin mit ihren Formen hier. Mein Fingerverrenkung hier, was war das jetzt? Achso, ja. Alles nehmen. So, und nun kümmern wir uns um diese, eigentlich wollte ich noch was ganz anderes haben, was wollte ich denn haben? Ach, die G36 wollte ich mal haben. GP37 heißt sie ja hier. So, wir waren jetzt auf dem Weg zu diesen Vollrudis hier, die man hier dann irgendwie aus der Landschaft nehmen soll. Nur irgendwie sehe ich hier niemanden. Da bin ich ein bisschen doof oder was? Außer eine verschissene Elektroanimalien gibt es ja gar nicht. Ach, das meinen sie? Ja gut, schön hier. Machen wir Karnickel schießen mit dem anderen? Ja, wir machen Karnickel schießen mit dem anderen. Genau. Ach, cool. Jetzt wissen sie es. Oh ja. Den haben wir auch nicht. Vielleicht fragst du, warum du hast. Was willst du hier, dass ich Munition zu verschenken habe oder was? Ah, okay. Ja, na, schade. Machst du dahinter nie das Seichel vor, hä? Taka. Ja, vielleicht sind wir langsam um. Belohnung kassieren. Ich höre die ganze Zeit irgendwas hinter mir grunzen. Fauchen oder was, der Teier war geil, was. Ja, warte mal, hier liegt er noch, den haben wir erstmal plündern. Ach, guck, jetzt hab ich geschossen, den Drecksack. Ne? So. Die will ich jetzt erstmal noch plündern, hier die Brüder, die hier rumliegen. So, sie irgendwas haben. Sunny. Was hat der zu bieten? Was hast du zu bieten? Auch Sunny. Sunny kann ich immer gebrauchen. 5000 Schuss Munition, 5000 Sunny Backe. Da ist die Welt in Ordnung. So. Scheiß Bauch gehabt, ne? Was ist denn das hier? Liegst du hier auf irgendwas, Arschloch? So, was liegt hier noch rum, außer irgendwelchen Leichen? Eine Flinte. Munition ist immer gut. Müsste nicht auch noch eine Flinte liegen? Was hast du mir da noch, dass die Schlange verkauft oder was? Ja? Ach du, da oben liegt sie. So, Söldner Lager geplättet, was ist das hier? Ein Schraubstock. Irgendwas zum Öffnen ist nicht hier. So. Würde ich sagen, die Stunde ist rum. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wäre dein LP. Tschüss und weg.